Quint warf seine Tasche auf den Kellertisch und streckte sich knackend. Schon die paar Schritte schienen ihn außer Atem gebracht zu haben. Als er einmal durchgeatmet hatte, fasste er in die Tasche und kramte darin herum. Nun, Feind, was für ein Ass hast du im Ärmel? Mann, jetzt hör doch mal auf, ihn andauernd Feind zu nennen. Dein Herr riskiert da draußen gerade Kopf und Kragen, um Quint zu helfen. Und wenn ich die Chance gehabt hätte, dann hätte ich ihm davon abgeraten. Ich sehe keinen Grund, wieso Quint sich geändert haben sollte. Und du meinst, ich müsste mich erst ändern, bevor wir uns vertragen können? Was für eine Einstellung ist das denn? Dein schändliches Doppelspiel wird dir schon bald um die Ohren fliegen. Dürfte ich? Sicher, denke ich. Ja, aber bitte nichts zu Unheimliches. Oder zu Chaotisches. Nein, keine Sorge. Das ist ein kleiner, feiner Trick, der unsere Misere beenden wird. Deine Misere. Nein, Mausewitz. Wir stecken hier gemeinsam drin. Ja, Quint kam zu uns, weil er Hilfe brauchte. Noble Seele, ihr steckt noch nicht zu tief. Noch könnt ihr raus. Wir lassen unsere Freunde nicht im Stich. Oder unsere Puppenspieler. Ah, da sind ja ein paar. Ich dachte schon, ich hätte sie gar nicht dabei. Spielkarten? Ja, Spielkarten. Alles Asse und Joker, wie ihr bemerken werdet. Subtil. Nun, ich muss wohl kaum sagen, dass es sich dabei nicht um normale Spielkarten handelt. Es sind Beschwörungskarten. Oh, das ist clever. Nicht wahr? Irgendwann brauchte ich etwas, um bestimmte Zauber und Anwendungen daran zu heften, damit ich sie in Notzeiten benutzen oder auch verschenken kann. Diese Karten hier befördern die daran gebundene Person auf dem schnellsten Weg hierher in dieses Universum. Verdammt praktisch. Ganz egal, wo sich die Person gerade aufhält? Jupp. Wie kannst du ohne Einverständnis so etwas tun? Ach, das alles folgt einem hervorragend durchdachten System. Stell das nicht in Frage, du bist nur eine Katze. Klingt aber toll. Ja, unglaublich nützlich. Ruf besser schnell deine Freunde her. Mach ich sofort. Also, ich muss nur... Was ist? Ich bin mir nicht sicher, wie ich sie aktiviere, ohne meine Kräfte zu haben. Upsi. Wie machen Menschen das denn normalerweise? Die waren meistens eher symbolisch gemeint, als wortwörtlich zu sehen. Ich habe das meistens lieber selber gemacht. Also funktionieren sie gar nicht? Doch, doch, das schon. Ich muss nur kurz nachdenken. Und jetzt? Es könnte daran liegen, dass wir eine Verbindung zu den Regelwerken dieses Universums brauchen, um den Zauber zu wirken. Selbst als Mensch bin ich nicht richtig Teil dieses Universums. Das bedeutet, ihr solltet es mal probieren. Hier, jeder nimmt sich eine Karte. Du auch, Katze. Ich auch? Ja, du nimmst... Oh ja, diese hier. Was ist dann der besonders? Diese Beschwörung könnte ein wenig mehr Energie erfordern. Das kann nicht schaden, wenn du das machst. Wehe, das ist ein Trick. Joa, ich hab eine. Und jetzt? Schön. Also gut. Nehmt die Karten fest in die flache Hand und passt auf, dass sie nicht verwackeln. Ihr müsst euch nun konzentrieren. Wenn es so klappt, wie es soll, dann wird sich die gerufene Person in einem Körper materialisieren, den ihr selbst erschafft. Wie bitte? Das... Wow, hä? So ist es sicherer. Jemanden mit Haut und Haaren hierher zu bringen, wäre gefährlich und würde weit mehr Aufwand benötigen. Ich kopiere für gewöhnlich einfach den Originalkörper und transferiere das Bewusstsein. Allerdings... Was? Ist eure Vorstellung sicherlich nicht ganz akkurat. Naja, sei's drum. Sorgt bitte nur dafür, dass wir hier keine Monster zu sehen kriegen. Ich beschreibe euch so gut ich kann, wie meine Freunde aussehen, aber der Rest liegt dann bei euch. In Ordnung, Feind. Ich werde mein Bestes tun, um die Beschwörung erfolgreich abzuschließen. Oh, zu freundlich. Aber um dich mache ich mir wenig Sorgen. Es sind eher die anderen, die ihre Probleme haben könnten. Okay, also an was soll ich denken? Warte, warte. Nacheinander. Wir gehen im Uhrzeigersinn vor. James, bist du bereit? Ja, bin bereit. Du hast einen Monsterjäger. Düsterer Typ. Sieht aus, als wäre er ein paar Mal zu viel verprügelt worden. Nicht übermäßig alt, aber verlebt. Er trägt einen schwarzen Mantel und einen Hut. Stell ihn dir als eine Mischung aus einem Western-Schurken und einem Vampirjäger vor. Ach, und er hat zwei Revolver dabei. Okay, in Ordnung. Es fällt mir nicht schwer, mir das vorzustellen. Sehr gut. Siehst du ihn vor deinem geistigen Auge? Ja, ich stelle ihn mir vor. Dann mach die Augen auf und zerknüll die Karte. Okay. Sehr schön, es scheint geklappt zu haben. Und wo ist euer Monsterjäger? Der Teleportzauber ist ohne meine Hilfe nicht sehr präzise. Er wird jeden Moment irgendwo im Umkreis von ein paar hundert Metern erscheinen. Und wie soll er uns finden? Oh, das wird er schon, keine Angst. All unsere Gäste werden magisch von ihrer Beschwörungskarte angezogen und ihnen wird kurz gesagt, wo sie sind. Du hast echt an alles gedacht? An vieles, ja. An zu viel.
Du musst das alles doch geplant haben. Wieso sollte ich so etwas planen? Langsam wird es albern, Katze. Wer kommt als nächstes? Deiner wird etwas kniffliger. Denk an einen Zauberer. Ja, so weit, so gut. Aber nicht unbedingt typisch. Er sieht nicht extrem alt aus. Ein bisschen jünger als Cordatus vielleicht. Schwarze Haare, struppiger Bart, breite Schultern und ein langer Holzstab. Soweit klar? Ja, ich denke schon. Das Wichtigste zuletzt. Er ist ein Geist. Ich habe ihn vor langer Zeit unsterblich gemacht. Sein Körper ist durchsichtig und schimmert im Licht hellblau. Okay, ja. Ich kann es mir vorstellen. Prima. Wenn du dich bereit fühlst, dann zerknüll die Karte und es sollte klappen. Ausgezeichnet. So, Tim, jetzt du. Ja, krieg ich hin. Will ich doch hoffen. Also, dein Typ ist etwas speziell. Er ist eine Pflanze. Ein Bündel aus verformbaren Ranken und Dornen, die sich beliebig verbiegen können. Er braucht keine Wurzeln und das Einzige, das eine klare Struktur hat, ist sein Gesicht. Mit welch eigenartigen Wesen du sozialisierst. Oder anders gesagt, was für komische Freunde du hast. Hey, bei der Sache bleiben. Gut, ich glaube, das ist auch alles. Er hat keine klare Menschenform, aber da er sich sowieso verändern kann, wie er will, ist es eigentlich egal. Verheddere ihn nur nicht zu sehr. Er hasst es, wenn das passiert. Okay, ich glaube, ich hab es. Gut, du kennst die Übung. Perfekt, dann jetzt zum letzten und vermutlich wichtigsten. Ich stehe bereit. Was muss ich mir vorstellen? Einen Menschen. Nichts allzu Exotisches, aber einen besonderen Menschen. Er ist ein Held. Ein absolut sagenhafter, um genau zu sein. Ich würde so weit gehen, ihn den größten Helden dieses Multiversums zu nennen. Mann, du klingst richtig begeistert von ihm. Er ist ein unfassbarer Mensch, wie aus dem Bilderbuch. Groß, muskulös, mit entschlossenem Blick. Denk an den heldenhaftesten und glorreichsten Kämpfer, den du dir vorstellen kannst. Ja, ich beginne ein Bild zu sehen. Was hat er geleistet? Inwieweit spiegelt sich sein Leben in seinem Äußeren wider? Oh, er hat alles getan. Ich fand ihn damals als jungen Mann auf dem Weg, um einen Drachen zu erlegen. Zeig dein grässliches Haupt, du finstere Kreatur! Na los, komm her! Ich werde nicht weichen, ich fürchte dich nicht, dein Ende ist gekommen, es trägt meinen Namen. Was will ein einzelner Mensch mir entgegensetzen? Ich habe die Macht des Mutes und der Entschlossenheit auf meiner Seite. Mehr als diese Verbündeten brauche ich nicht, um dich in die Schranken zu weisen. Dann zeig mir, was du hast. Los, komm her. So sei es denn. Ha! Ich war noch nie zuvor derart gefesselt von einem Kampf gegen einen Drachen. Ich verspürte nicht mal das Verlangen, mich einzumischen. Ich saß einfach nur da und griff in mein Popcorn. Wie hat er den Drachen erledigt? Er hat ihn gar nicht erlegt. Du hast mich besiegt. Das habe ich. Siehst nun meine Stärke. Ja, es ist nicht abzustreiten. Du musst der sein, von dem die Prophezeiung sprach. So sprechen die Ältesten meines Volkes. Ich glaube nicht an diese Dinge. Alles, an was ich glaube, bin ich selbst. Ich sehe es nun. Bitte zeig Gnade, großer Krieger. Ich will mich nie wieder hier in diesem Land zeigen, wenn ich nur mit dem Leben davon komme. Versprichst es? Ich verspreche es. Wenn du es wirklich ehrlich meinst, so hast du meine Gnade verdient. Ich werde nie das Schwert gegen jemanden erheben, der aufrichtig bereut und von seinen Untaten ablässt. Die anderen Drachen werden von dieser großherzigen Tat erfahren, Krieger. Du sollst niemals vergessen werden. Wow. Ja, wow. Du hast ihn einfach weiter beobachtet? Ich habe ihm geholfen. Er war später auf der Suche nach einer geeigneten Waffe, nachdem sein altes Schwert an der Haut eines Steingolems zerbrochen war. Du, Fremder, kennst also eine Waffe, die meinen Ansprüchen genügt? Davon bin ich überzeugt. Mit diesem Schwert wirst du nie wieder ein anderes brauchen. Wo finde ich diese Klinge? Ich führe dich hin. Folg mir durch das Portal und ich zeige dir, wie du es dir verdienen kannst. Wenn du die Wahrheit sprichst, stehe ich in deiner Schuld, Fremder. Ich würde dir diesen Gefallen mit Freuden wiedergeben. No, das werde ich mir merken. Hopp, hopp, durch das Tor. Ja, ich sehe ihn vor mir.
Ich habe ein sehr gutes Bild von ihm. Ich hoffe es. Wenn du denkst, dass er so passt, dann denk in dir doch eine Spur heroischer. Er muss großartig werden. Gewiss. Ich bin zuversichtlich, dass ich ein würdiges Gefäß für seinen großen Geist erschaffen habe. Wundervoll. Dann leg los. Sollte es nicht Puff gemacht haben? Ja, sollte es eigentlich. Ich habe doch nichts falsch gemacht. Eigentlich nicht. Es müsste funktionieren. Aber kein Puff diesmal. Ach komm schon, wieso muss ausgerechnet meine Trumpfkarte Ärger machen? Falte die Karte vielleicht nochmal auf und versuch's nochmal, ja? Jawohl. Toll. Damit ist dann wohl was nicht in Ordnung. Ach, schade. Ja, ich hätte den Kerl jetzt gern gesehen. Ich auch. Die anderen sind nicht verkehrt, aber keiner wäre im Kampf nützlicher als der große Held. Hast du noch mehr von diesen Karten? Leider nicht. Nur noch ein paar vom Random-Sprecher. Aber den Arm will ich nicht in die Sache reinziehen. Oh, mir scheint der erste unserer Gäste ist da. Ich gehe schon zur Tür. Hey, aufmachen! Aufmachen, verdammt! Hallöchen, Jeffrey! Du Bastard! Du steckst hinter diesem Scheiß! Wow, wow, wow! Nimm die Waffe runter. Ich verschwende keine Kugel an dir. Mach mal schnell die Tür zu. Hier sind Dämonen und Cyborgs unterwegs. Wenn ich nicht wüsste, dass die Kugel einfach durch dich hindurchgeht, würde ich dir eine mitten in deine grinsende Fresse schießen. Gut, dass du das ansprichst. Ich habe im Augenblick keine Kräfte und bin sterblich. Also, halt. Bloß nicht schießen, ja? Wieso sollte ich's nicht tun? Du hast mir schon so viel Ärger gemacht. Ich hätte einen Feind weniger auf der Liste, wenn ich dich jetzt endlich kalt machen würde. Einen Freund, wenn ich bitten darf. Schon gut. Wenn du mich jetzt erschießt, kommst du nie wieder nach Hause. Was? Ja, es gibt nur einen einzigen Weg für dich, zurück in dein Universum zu kommen. Und der steht vor dir. Wenn du mich erschießt, kann dir keiner mehr helfen und du sitzt hier fest. Das ist nicht dein Ernst. Das ist mein voller Ernst. Jetzt nimm endlich die verdammte Waffe runter. Du tätest gut daran, mich am Leben zu halten, wenn ich etwas präziser sein möchte. Gute Entscheidung. Was ist denn hier für ein Geschrei? Wer bist du? Ich bin Maggie. Was geht hier ab, Quint? Das erzähle ich dir in Ruhe, wenn alle unsere Gäste da sind. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Was hat diese Beschwörung zu bedeuten? Ich war gerade mitten in einer wichtigen Forschung. Was zur Hölle bist denn du für ein Vogel? Ich bin Zauberer Jarolus, einer der alten Wächter von Tedroth. Was meinst du, wie egal mir das ist? Hey, hört ihr mal bitte auf zu reden? Ich habe Kopfschmerzen von der Teleportation. Und was bist du? So eine Art Pflanzenkatze? Was ist denn eine Katze? Na, das, was du bist. Guten Tag. Mir scheint, deine äußere Gestalt könnte von mir beeinflusst sein. Ach, das ist eine Katze? Miau. So sehe ich also aus? Das gefällt mir. Ich glaube, diese Katze könnte eine neue Lieblingsform von mir werden. Na, ein Glück. Und ich wollte schon nichts sagen. Sorry, ich muss irgendwie abgelenkt worden sein. Was soll dieses endlose Gerede? Quint, was hat all das zu bedeuten? Also, bevor wir loslegen, möchte ich euch alle erst einmal vorstellen. Rechts von mir sitzen James, Maggie, Tim und Mausewitz in dieser Reihenfolge. Die drei sind Menschen, die Katze ist ein Engel. Klar soweit? Hi. Hi ho. Meinen Gruß. Hallo. Und zu meiner Linken haben wir den Borderline-Drogensüchtigen und Monsterjäger mit Bruderkomplex Jeffrey Helchester. Bruder? Nicht jetzt. Daneben haben wir Viridian, den Rankenlord und einen alten Freund, dessen Welt ich gerettet habe. Naja, übertreib nicht. Okay, dessen Welt ich zu einem kleinen Teil gerettet habe. Und dahinter steht Jarolus. Er ist ein Magier und Schemen aus einem spannenden Universum, das er fast in den Untergang gestürzt hat. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass es ein Unfall war? Hey, du stehst hier nicht vor Gericht. Wir haben alle schon mal aus Versehen eine Ork-Invasion ausgelöst und damit fast die Menschheit ausgelöscht. Passiert dem Besten. Ja, hi, das reicht an Vorstellung. Ich habe nicht vor, mich lange genug hier aufzuhalten, um mir euren Namen zu merken. Wieso bin ich hier? Was soll das alles? Also, ich brauche eure Hilfe. Wirklich? Ich habe meine Kräfte überbeansprucht und kann nichts tun. Mit anderen Worten bin ich gerade verwundbar. Das wäre kein allzu großer Grund für Sorge. Ich habe mich sicher bald erholt.
aber unvorteilhafter Dings ist eine ganze Reihe meiner Feinde auf die Idee gekommen, diesen Zustand zu nutzen und mich auszulöschen. Da würde ich Ihnen zu gerne bei helfen. Jetzt passt mal auf. Viridian, dir wäre es wohl unangenehm, es zuzugeben, aber du stehst wohl sowieso auf meiner Seite, also fühl du dich nicht zu sehr angesprochen. Mhm. Ihr anderen mögt mich vielleicht nicht besonders, aber das ist kein Problem. Es gibt Wesen im Multiversum, die mich wirklich abgrundtief hassen. Ja, das weiß ich zu Genüge. Komm zum Punkt. Ihr müsst mich am Leben halten. Beschützt mich. Wehrt die Dämonen, Cyborgs und was auch immer sonst noch für Gestalten ankommen mögen ab. Helft mir wieder auf die Beine zu kommen. Wenn ich meine Kräfte wieder bekomme, gewähre ich euch einen Wunsch. Etwas Persönliches. Ich spiele euren Joker. Du weißt genau, was ich mir wünschen würde. Ich kann mir da einiges vorstellen, du wandelnde Lavalampe. Und es wird alles kein Problem sein. Alles, was du tun musst, ist mir jetzt und hier zu helfen. Dämonen töten? Ich soll mein Leben für dich, Arschloch, riskieren? Du hast dein Leben schon für Schlimmeres riskiert, mit viel weniger Aussicht auf Belohnung. Also, was ist? Ich schulde dir nichts. Du hast mir die Hölle auf Erden bereitet. Woher soll ich wissen, dass du dein Wort hältst? Weil du es entweder glaubst oder hier festsitzt. In Ordnung, ich habe verstanden. Ja, geht klar. Ich helfe, natürlich. Wusstest du ja auch vorher schon. Na, perfekt. In diesem Fall lehne ich mich zurück und vertraue mich ganz euren fähigen Händen an. Und Ranken. Müssen wir uns eigentlich hier in meinem Haus verstecken? James hat recht. Es wäre närrisch, hier zu bleiben. Dieses Haus bietet wohl kaum Schutz vor dem, was vor uns liegt. Gibt es hier irgendwo einen Unterschlupf? Seht nicht mich an, ich bin kein Einheimischer. Vielleicht die alte Burg. Ja, Schloss Bluewood, das könnte es sein. Oh ja, was eignet sich besser als Versteck als eine riesige mittelalterliche Festung? Ihr habt recht, ich erinnere mich an den kurzen Aufenthalt dort. Der Bergfried bietet gute Deckung, wir können das Land weiträumig überblicken. Schön, dann gehen wir halt dahin. Mausewitz, sag besser deinem Herrn Bescheid. Wir brauchen ihn, um uns den Weg frei zu kämpfen. Ja, leider haben wir ja nicht den großen Helden auf unserer Seite. Und mir scheint, wir sollten uns lieber beeilen. Meister, dies ist das Gebäude, zu dem der leuchtende Mensch flog. Gut, bildet einen Ring um die Umgebung und haltet Wache. Ihr befehlt, Meister. Narren! Kommt augenblicklich aus dieser Behausung und liefert den Feind Verräter aus. Ich bin gekommen, um ihn zu holen. Oh mein Gott! Was? Was ist denn das? Schweigt! Und zwar alle! Hexenmeister, komm heraus! Stell dich und empfange der Strafe! Es genügt nun! Spüre meinen Zorn, Menscher Sterblicher! Wasser! Ich brauche Wasser! Ich brenne! Ich brenne! Was hat das zu bedeuten? Wo ist Quent? Diese Gewaltakte kann ich nicht zulassen! Was? Schon wieder du? Ich sagte bereits, dass Quint unter meinem Schutz steht. Wenn du ihn haben willst, musst du erst an mir vorbei. Du leuchtender Narr! Ich habe dir nicht vergessen, wie du mein Flaggschiff zum Abstürzen gebracht hast. Auch dein Ende ist gekommen. Herr! Sie kämpfen. Ja, aber mein Herr ist kein Krieger. Er nutzt seine Kräfte für die Schöpfung und das Leben. Muss ich direkt ran? Na schön. Was ist das? Ihr Sterblichen mischt euch in ein Duell ein? Für diesen Fehler werdet ihr mit dem Leben bezahlen. Flieht! Flieht, ihr Narren! Ich kann ihn nicht ewig aufhalten! Quint, so tu doch was! Was soll ich machen? Ich bin genauso ein Fleischsack wie die anderen! Meine Ranken verbrennen, wenn ich in seine Nähe komme. Gegen diesen Dämon kann ich nichts machen. Ich dachte, ihr hättet hier irgendeinen Plan! Ihr seid der Plan! Tut mir leid, dass ich nicht ganz optimal auf einen Krieg zwischen Monstern vorbereitet bin. Seht euch das an! Was ist das? Oh Gott, nicht die Dinger! Was soll das? Wo kommt dieser Schleim her?
Das ist die Chance! Flieht, solange er abgelenkt ist! Nicht so hastig! Ich bin auch noch hier! Hallo, Quint! Und tschüss, du Idiot! Zum Angriff! Verstanden. Ich gebe hier wirklich mein Bestes, aber ein wenig Hilfe wäre großartig. Ich hoffe, das ist es wert. Was ist das? Quint. Oh Gott, verdammt. Zur Hölle mit dir, Quint. Du gehörst uns. Wieso auch nicht? Hey, wenn ihr mich haben wollt, solltet ihr vielleicht die Cyborgs ausschalten. Die kriegen mich sonst zuerst. Oh nein, das werden wir nicht zulassen. Nicht zu töten ist unser Privileg. Schwachsinn! Der Hexenmeister gehört mir! Niemand hat mehr unter ihm gelitten als ich! Das ist meine Rache! Kaum zu glauben, dass das geklappt hat. Trottel! Sie sind abgelenkt! Komm schnell zum Stadtrand! Nein! Er darf nicht entkommen! Haltet ihn auf! Fehler! Fehler! Kein verfügbarer Weg! Oh, verdammter Schlick! Niemand kommt mit zu fassen! Er ist unser! Nein! Der Nagel gehört mir! Und mir allein! Gut. Sie haben den Ring durchbrochen. Ich muss Ihnen den Rücken frei halten. Komm her! Es ist töricht, dich mir entgegenzustellen! Ich bin das mächtigste Wesen der Welt! Ich bin Lord Grasen, der Verbrenner von 1000 Fällen. Auch deine Welt wird brennen, närrischer Mensch. Du irrst dich gewaltig. Gegen mich wird dir das dunkle Feuer nichts nützen. Spüre das Licht der Schöpfung. Nein. Du bist ein würdiger Gegner. Zweifellos. Dieser Kampf ist nicht zwischen uns. Gib den Weg frei und ich werde dich verschonen. Niemals. Oh Mann. Wie sollen wir es denn so bis zur Burg schaffen? Ich weiß es nicht. Sekunde. Einen Moment. Durchatmen. Ist alles okay? Du siehst aus, als ginge es dir gar nicht gut. Ja, sicher. Alles klar. Ich bin nur nicht ganz fit. Keine Zeit zum Verschnaufen. Wir müssen weiter. So schnell es geht. Wer sind diese ganzen Typen überhaupt? Dämonen, Cyborgs, Geister, Blobs. Ich glaube, ich habe davon noch ein paar Untote gesehen. Und am Himmel flogen einige Phasenmonster. Wenn ich die Schreie richtig interpretiere, dürften auch bald die Riesen aus dem Dazwischen eintreffen. Und wer weiß, was nicht noch alles. Toll. Wie sollen wir paar Leute denn so eine Horde aufhalten? Na, noch sind sie ja miteinander beschäftigt, nicht wahr? Also mach dir mal nicht zu viele Sorgen. Hey, Jarolus. Was ist? Du bist körperlos. Mach dich mal unsichtbar und sieh dich um. Warn uns vielleicht, wenn wir in Gefahr sind, ja? In Ordnung. Ich werde an der Burg zu euch stoßen. Beeilen wir uns bitte. Dieser Waldweg ist sicherlich kein sicherer Ort. Mausewitz lief schnellen Schrittes voran und wir kamen zügig hinterher. Am Stadtrand von Bluewood tobte indes ein intensiver Kampf und wir sahen immer wieder weitere Monster an uns vorbeiziehen und dorthin eilen. Ich fühlte mich kein Stück wohl in dieser Situation.